Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Goodbye Deponia. Beim letzten Mal haben wir für Boso die Pastete organisiert, die Rufus ihm allerdings irgendwie nicht geben wollte. Und dann wollen wir erstmal schauen, dass wir den Pelikan irgendwie verarzten. Moment, wie kam ich denn da nochmal hin? Stimmt, ich glaube, ich musste irgendwie nach unten und dann hier raus. So. Vielleicht klappt das ja mit dem Kleiderbügel, was man so auf den Cartoons sieht, dass man einfach sein Maul hier irgendwie so ein bisschen, wie mit so einem Wagenheber aufhält. So, du hast jetzt Pause, Schiedvogel. Das kommt davon, Dummschnabel. Yeah. Glitschig. Ja, besser glitschig als schmerzhaft. So. Dann wollen wir wieder nach oben gehen. So. Dunkles Zimmer. Seher. Ich glaube, ich nehme mal den Seher. Mal gucken, ob er das kommen sieht, dass ich komme. So. Was haben wir hier eigentlich noch? Genau. Noch ein bisschen mit dem Seher quatschen. Vielleicht gibt es was Neues. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ich will immer noch diesen komischen Bademantel haben. Deine Kumpels blockieren den ganzen Wäschereibetrieb. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. Ja, worauf warten die denn noch? Ich muss an die Waschmaschine. Nun, sie warten natürlich auf ihren Guru. Auf mich. Ja, und was treibst du da noch hier? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ach, komm schon. Gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Oh Mann. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Wie kriege ich ihn aus dieser blöden Kutte raus? Kann ich ihn mit dem Messer bedrohen? Ich sehe, dass du verzweifelt bist, Rufus. Gönn dir eine Pause. Dein Schicksal ist bereits geschrieben. Mag sein, aber diese Klaue kann doch eh kein Mensch lesen. Das könnte alles Mögliche bedeuten. Kann ich vielleicht mit dem Messer den Fisch aufschneiden, um ihm die Innereien irgendwie um den Kopf zu werfen? Mal gucken, ob ich ihn lecker zubereiten kann. Was? Nicht zubereiten. Der bestand ja komplett aus Faulgasen. Jetzt sind nur noch die Schuppen übrig. Mist. Mist, Mist, Mist. Kann ich die Schuppen vielleicht irgendwie damit verwenden? Gute Idee. Aber so würde er es bemerken. Moment. Okay. Ja, dann packen wir das einfach mal in die Kapuze, wenn Rufus das für eine gute Idee hält. Schuppen in der Kapuze eines Kahlkopfs. Genial. Wenn es so etwas wie eine Auto-Ehe gäbe, würde ich mir noch heute einen Antrag machen. Ja. Und du? Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ach komm schon. Gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ja. Ja, komm, du siehst doch gut genug aus. Geh runter und dann kann ich gleich die Kutter haben. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Igitt,
Was ist das denn? Ich habe Schuppen. Das ist eine Katastrophe. Und ich habe das ganze Hotel-Shampoo auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten eingetauscht. Steh da nicht so rum. Tu was. Irgendwo hatten wir doch noch Shampoo, oder? Genau, da. Ein Shampoo, meine Rettung. Raus mit dir, ich muss duschen. Hm. Kann ich jetzt rein und die Gurte mitnehmen? Hm. Abgeschlossen, paranoider Fatzke. Moment, der guckt doch Leuten zu, wenn die unter der Dusche stehen, oder? Oha, das Gespenst frönt der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Nee, ich bin auch nur auf der Durchreise. Ich will mal gucken, ob man eventuell durchs Fenster da reinkommt. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Fuga, fuga, schalali. Fuga, fuga, schalala. Oh Mann. Also da haben die Entwickler sich echt Mühe gegeben, was die Lieder aus Lieder angeht. Und finde ich nicht verkehrt. So. Komme ich da dran? So ist kein Rankommen. Hm. Aber anscheinend komme ich an die Tarantel ran. Was auch immer ich mit einer Tarantel will. Hm. So. Was ist das denn hier eigentlich? Ein Leck? Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Im wahrsten Sinne. Na, wirklich was vernünftig Kombinierbares. Ist jetzt wohl nicht dabei. Dann wollen wir wieder zurückgehen. Darf ich auch mit durchs Loch gucken? Das Gespenst frönt der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Ja, So, dann wollen wir uns doch mal eben das angucken, was wir hier beim Seher geklaut haben. Also Mr. Toffee im Glas. Mr. Toffee? Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Kann ich den irgendwie streicheln? Na, vielleicht tut's ein Korkenzieher. Ist ja ein Korken drauf. Hey, so einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Und du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Mr. Toffee? Wo ist er denn? Das ist jetzt doof gelaufen. Komm, Mr. Toffee, Komm, komm. Der hört nicht. Moment, ein Korken? Da fällt mir doch was ein. Diese komische Wasserleitung, die hier leckt. Kann ich die damit eventuell stopfen? Funktioniert das? Okay, scheint geklappt zu haben. Vielleicht haben wir jetzt auch wieder Wasserdruck auf dem stillen Örtchen. Das war ja vorhin das, was Rufus so ein bisschen moniert hat. Dass da nämlich die Spülung nicht funktionierte. Nanu, was ist denn da los? Eine Jungfrau in Nöten? Ich glaube eher, das war der Seher. So. Können wir jetzt in die Kloschüssel packen? Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Also, irgendwo ist aber auch... Augenblick mal. Das ist ein Klostein. Also, wer wirft denn sowas Cooles in eine Kloschüssel? Ach. Awesome. Ich wollte immer schon Klosteine haben. Naja. Aber anscheinend ist der werte Herr Seher jetzt fertig mit Duschen. Hörte sich jedenfalls so an. Kann ich da jetzt wieder rein? What the fuck? Was ist hier denn passiert? Also, das ist echt mal Respekt. Also innerhalb von, wie lange war das jetzt? Eine Minute?
So ein Haarschopf? Ich glaube, das wäre Verkaufsschlager. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ja. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ja. Ich habe es anders gesehen. Naja. Ach, das hier ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Aber Moment mal eben. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Ich will mal was ausprobieren. Mein Kopfläuse bei einer Glatze bringen, glaube ich, nicht viel. Und das bringt uns zu Phase 3 meines genialen Plans. Ich nenne es poetische Ungerechtigkeit. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ja, ich glaube, die Kutte gibt er uns immer noch nicht freiwillig her. Aber wenn man hier drauf drückt, dann hat er ja vorhin... Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig, dass er dann unter die Dusche gehüpft ist. Große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ja. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Ich... Igitt, was ist das denn? Meine Kopfhaut juckt. Ich habe... Läuse. Gut, dass ich dieses neue Wundershampoo habe. Und jetzt raus mit dir. Ich muss duschen. Na, wieder rausgeschmissen. Darf ich jetzt vielleicht wieder rein? Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Fuga, fuga, schalali. Fuga, fuga, schalala. So, jetzt darf ich die Kutte nehmen. Endlich. Yeah. So, dann können wir nämlich hier wieder raus. So, was macht er hier eigentlich gerade? Guckt er wieder zu? Was? Wo ist er hin? Was? Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Fuga, fuga, schalali. Fuga, fuga, schalala. Ja. Irgendwie ist der wohl geflüchtet. Ah, ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Oh nee, echt? Der Fitz ist ja wohl sowas von schlecht. Es ist ein Spannbettlaken. Das ist genauso wie bei der Wochenshow damals. Ja, nee, Wochenschau war das. Bei Sat.1 mit Ingolf Lück, falls es noch jemand kennt. Gab's auch Brisco Schneider und sein Sex-TV. Was ist das? Das ist ein Brett, das kannst du nageln. Oh Mann, ey. Ah, ein Spannbettlaken. Ah, der ist echt schlecht. Naja. Aber auch irgendwie wieder, doch relativ lustig. So, dann wollen wir das Spannbettlaken nochmal irgendwie... Es ist ein Spannbettlaken. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Kann Rufus das anziehen? Anscheinend nicht. So. Dann wollen wir doch mal in unser Zimmer gehen. Auf das Boso sich endlich wieder was anzieht. Hatte ich nämlich beim letzten Mal vergessen. Wir hatten ja Bosos Anzug im Inventar. Und zieh dir jetzt endlich was an, alter Mann. Hier, ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja.
was ein echter Pirat ist. Und ein Pirat. Wer hat dir denn den Quatsch eingeredet? Naja, eigentlich warst du das. Ach, herrje, wenn man blöd fragt. Es ehrt mich, dass du versuchst, mir nachzueifern. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Du wirst nie so ein Draufgänger wie ich. Komm schon, schlüpf in deinen schmuseweichen Plazenta-Fellmantel und... Pah, vergiss es. Ich bleib jetzt erst recht in der Kälte sitzen. Und wenn ich mir dabei die Schüttelpocken hole... Will er sich immer noch nie anziehen? So, Schüttelpocken. Wie kriegen wir die ihn jetzt dazu, dass er Schüttelpocken kriegt? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir müssen hier die komische Pastete... Wow, wo kam das denn jetzt auf einmal her? Ja, wie gesagt, ich habe so das Gefühl, wir müssen irgendwie die Pastete präparieren. Was kann man denn da reintun? Da. Ich meine, so Husten oder Schnupfen oder so. Also bei mir ist das immer so, wenn ich Staub in die Nase kriege, fange ich auch derbe an zu husten. Wobei, das bei mir alles noch ein bisschen, anderes Thema. Ich sag nur Hausstaubmilben. Und hier ein ganz besonderer Gaumenkitzler. Haha, fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche. So, was haben wir denn noch? Pfeffer fürs Husten. Beziehungsweise Niesen ist doch eine Idee. Man kann nie genug Pfeffer haben. Hey! Keine Panik. Ist alles auf der Pastete gelandet. Yeah. Also. Igitt. So, was wollt ihr noch? Ich glaube eine blaue Zunge. Das einzige blaue, was wir hier haben, ist, glaube ich, der Klostein. Stimmt ja. Hier fehlen noch ein paar künstliche Farbstoffe. Das Auge ist ja mit. So, was können wir denn noch? Irgendwie hatte er davor noch was von Fieber. Können wir die Kopfläuse eventuell da reinbasteln? Dieser verlauste Kopfkissenbezug eignet sich nur für genau zwei Dinge. Erstens, einen Kindergarten unter Quarantäne zu stellen. Und zweitens, ein Kopfkissen beziehen. Ja. So. Zahncreme vielleicht? Wobei das eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Wie kriegt man durch Zahnpasta bitteschön Fieber? Pasta auf die Pasteta. Erzeugt zwar ein leichtes Fieber, ist dafür aber auch gut für die Zähne. Wie soll denn bitteschön Zahnpasta Fieber verursachen? Ich glaube gar nicht wissen. So, komm, will Boso dich jetzt essen? Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Dieser Hotelfraß ist gar nicht mal so lecker. Im Gegenteil, mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Krank? Ich glaube, ich habe Fieber. Ist meine Fumme blau. Wie Doc am Grill Donnerstag. Kein Widerspruch von mir. Oh nein, das sind die Schüttelpocken. Und kalt ist mir auch. Du hattest wohl recht. Ich sollte mir schleunigst etwas anziehen. Kannst du mir vielleicht meine Sachen holen? Was tut man nicht alles für seine Freunde? Hä? Anzug holen? Den haben wir doch schon... Den wollte er doch vorhin nicht... Ach, Boso, du bist doch doof. Hier, ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Du... hast wohl recht. Danke, Rufus. Du bist eben doch ein guter Freund. Sag ich doch. Hier, hast du mein Handtuch. Wie hat er das denn jetzt so schnell hingekriegt? Und warum ist das nicht die Jacke, die ich vorhin, bezahlt, die ich ihm gegeben habe, sondern sein Casual-Look? Also, da besorgt man ihm den Anzug und er zieht den nicht an. Nachdem er irgendwie vergessen hatte, dass wir ihm den schon mal geben wollten. Naja, es gibt Sachen, auf die habe selbst ich keine Antwort. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken. Ich mache an dieser Stelle Feierabend, werde auch gleich noch ein bisschen drüber nachdenken, was der gute Boso da veranstaltet hat. Hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Teil und er hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.